Shalom zusammen. In diesem Video wollen wir uns mal einen Bibelvers im Kontext anschauen, an dem man, wenn man ihn falsch auslegt, regelrecht verzweifeln kann. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Viele verbinden diese Geburt aus Gott mit der Taufe und glauben, dass man nach der Taufe nicht mehr sündigen kann, weswegen einige Christen enttäuscht sein könnten, wenn sie feststellen, dass sie nach wie vor sündigen und Gottes Gesetz nach der Taufe übertreten. Darum schauen wir uns diesen Vers einmal im Kontext an, indem wir uns zunächst einmal die ersten vier Verse dieses Kapitels genauer anschauen. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ab Vers 1: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, nämlich Jesus, gleich gestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die Kinder Gottes sind deswegen noch nicht offenbart geworden, weil diese Kinder Gottes eben noch nicht aus Gott geboren sind, nämlich wiedergeboren zum ewigen Leben. Die Taufe symbolisiert zwar die Wiedergeburt bzw. Auferstehung der Toten, aber es ist eben nicht die Geburt aus Gott, über die im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9 berichtet wird. Jesus sagte in Lukas 20, ab Vers 34: Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten, diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Jesus war vor 2000 Jahren der Sohn Gottes, der Fleisch wurde und deswegen auch als Menschensohn bezeichnet wird, so wie wir Söhne und Töchter von Menschen sind, während wir bei unserer Wiederkunft zum ewigen Leben Söhne Gottes des Vaters im Himmel sind, da wir genauso wie die Engel unsterblich sein werden. Doch so wie der Sohn Gottes dem himmlischen Vater untergeordnet ist, so werden sich die Engel auch den Söhnen Gottes unterordnen, also den wiedergeborenen Christen. So heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 3: Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wir sehen also, dass Jesus uns richten wird, so wie wir Engel richten werden, weswegen wir schon auf Erden über diese Angelegenheiten des Lebens richten sollen, zum Beispiel gegebenenfalls Mitglieder aus der Gemeinde auszuschließen. Doch richten in dem Sinne, dass wir glauben, urteilen zu können, wer in die Hölle kommt und wer nicht, das hat uns die Bibel verboten, da nur Gott richten kann und wird. Engel können dem Menschen zwar helfen, aber sie können den Menschen auch Schaden zufügen, was laut dem Buch der Offenbarung vor allem in der Trübsal der Endzeit deutlich wird. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9 haben wir gelesen, dass man nicht mehr sündigen kann, wenn man aus Gott geboren ist, was gleichzeitig den Unterschied zwischen uns und den Engeln erklärt, nämlich, dass Engel laut Bibel sündigen können, siehe Luzifer und seine gefallenen Engel, während die Söhne Gottes bzw. die auferstandenen Christen nicht mehr sündigen können, da sie eben aus Gott geboren sind und nicht erschaffen wurden wie die Engel. Der Apostel Paulus schrieb in Römer 6, Abvers 5 und im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18: Denn wenn wir mit ihm, mit Jesus, eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir eines Tages von den Toten auferstehen werden, nämlich bei der ersten Auferstehung, dann werden wir also unseren Herrn Jesus Christus gleich sein, nicht in der Hierarchie, aber vom Wesen her, und dann sind wir in der Tat nicht mehr in der Lage zu sündigen, so wie auch Jesus nicht sündigen kann, da er immer den Willen seines Vaters im Himmel tut, was auch wir, so Gott will, eines Tages für immer tun werden. Das Fleisch, das unseren Körper umhüllt, ist schwach, doch unser Geist ist willig, weswegen wir eines Tages die Schwachheit des Fleisches ausziehen und die Kraft des Geistes Gottes anziehen werden.
So heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Natürlich sollten wir uns bereits hier auf Erden Mühe geben, Gottes Gebote zu halten, auch wenn bedauerlicherweise viele Gebote und Feste Gottes heute von den meisten Christen als abgeschafft betrachtet werden. Schauen wir mal, was Jesus geantwortet hat, als er gefragt wurde, was das erste bzw. höchste Gebot Gottes sei. So heißt es in Markus 12, Vers 29. Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allem ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese beiden Gebote sind lediglich Zitate aus dem Alten Testament, nämlich aus der Tora, die im 3. Buch Mose Kapitel 19 Vers 18 und im 5. Buch Mose Kapitel 6 ab Vers 4 geschrieben stehen. Da Jesus seinen Satz mit »Höre Israel« anfing, das laut Neuem Testament nach wie vor das Volk Gottes ist, zu dem wir als Christen gehören, schauen wir uns mal in der Tora an, was es wirklich bedeutet, von ganzem Herzen und von ganzer Seele Gott zu lieben und zu ihm umzukehren. So heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 9. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und seine Gebote und seine Satzungen befolgst, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, wenn du zu dem Herrn, deinen Gott, umkehrst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das Herz spielt eine wichtige Rolle, nicht nur in unserem physischen Körper, sondern auch als Symbol in der Bibel. Schauen wir uns also mal an, was unser Herz nicht begehren sollte zu tun oder zu glauben. Im Psalm 78, Vers 18, in Kapitel 12, Vers 3 und in Kapitel 53, Vers 2 steht geschrieben, und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüste. Sie erzählen Lügen, jeder seinem Nächsten mit schmeichelnder Lippe, mit hinterhältigem Herzen reden sie. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheulichen Frevel. Da ist keiner, der Gutes tut. Nun, als Christen sollten wir natürlich danach bestrebt sein, Gutes zu tun, da wir im wahrsten Sinne des Wortes ein leuchtendes Beispiel für andere Menschen sein sollen und da laut Römer 7, Vers 12 Gottes Gesetz heilig ist und die Gebote Gottes heilig, gerecht und gut sind, können wir durch das Halten dieser Gebote eben Gutes tun, weswegen diese Gebote laut Bibel in unsere Herzen geschrieben werden sollen. Auch im Psalm 37, Vers 31, in Kapitel 40, Vers 9, in Kapitel 119, Vers 32 und in Hebräer 8, Vers 10 heißt es, das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Geben auch wir unserem Herzen Raum für die Wahrheit und für den Segen der Gebote Gottes, denn es wird, so Gott will, eine Zeit kommen, wenn es keine Zeit mehr geben wird, weswegen ich dafür bete, dass viele Menschen die Zeichen der Zeit und vor allem unseren Herrn Jesus Christus als Erlöser erkennen, denn nichts auf dieser Welt ist wertvoller als das ewige Leben in der Gegenwart des Schöpfers. Möge die Wahrheit ans Tageslicht kommen und möge euch Gott segnen im Namen seines Sohnes, Jesus Christus. Amen.